Little Sister Orphanage. Das heißt, da kommen wir ins Heim der Little Sisters und wir wissen ja, was das heißt. Wir waren da schon mal in Bioshock 1. Boah, hat das diesmal gut geklappt gerade. Ich bin erschrocken. Ja, ein Engel ist hier wohl. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, wenn ich diesen Engel jetzt ausnehme. Von da kann eigentlich niemand kommen, aber von oben wahrscheinlich wieder. Komm, ich hack hier mal ein bisschen. Antiperson kriegen wir nicht mehr. Aber kaufen können wir hier. Phosphorschrot, panzerbrechend. Das wäre mal was fürs Maschinengewehr. Dann können wir die nächsten Big Daddy damit weghauen. Phosphorschrot. Lassen wir mal. Schwere Niete könnten wir auch kaufen. Aber ich spare jetzt doch erstmal ein bisschen. So, die Frage ist, soll ich dafür... Ich muss dafür ein Geschütz verwenden, fürchte ich. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. So, ich speichere lieber nochmal. Das ist mir hier so ein bisschen sicherer. Bestimmt kommt da wieder so ein Brutkacker. Jo, dann... Huch, nicht das da. Dann sammel du mal fleißig. Papi versucht ja mal ein bisschen die Stellung zu halten. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja. Na los, lade nach! Keine Zuschauer. Was? 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 Alter, was? Was? Alter, jetzt reicht's aber! Das darf doch nicht wahr sein. Na komm, trink. Na, hast du fertig? Boah. So, ich hoffe, das war's. Alter Schwede. Das war's offenbar nicht. Eine ist noch da. Ich bin doch da, Schatz. Jetzt sei nicht so. Hast du mich gesehen? Und sprengt sich noch selbst in die Luft. Naja. Muss ja auch dumme Menschen geben. Ben? Was war das denn jetzt? Hat mich gerade was in den Po gezwickt und ich weiß nicht, was es war. So, hier finden wir jetzt Schrot an jeder Ecke. Dann probieren wir es mal. Maximum erreicht. Speere können wir auch nicht mehr sammeln. Sollten wir eigentlich mal machen. Und irgendwo ist hier eine Kamera da unten. Ja, ich... Hallo, ich arbeite hier. Hallo. Mach dir keine Sorgen. Ja! Jetzt sind es nur noch die Küchenschaben. Was ist das denn? Oh, da ist wieder Eve.
Pfeil. Und da kam gerade irgendwas um die Ecke, glaube ich, oder? Habe ich mich getäuscht? Habe ich mich wohl getäuscht? Aber hier ist doch jemand. Ach so, da hinten. Vollidiot. Ja, 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 ich hab's doch gesehen. Papa muss erstmal Automaten hacken, weißt du doch. Wir müssen uns doch den Lebensunterhalt verdienen. So, Verbandskasten. Haben wir noch 3 von 6. Einen kaufe ich mir nochmal, das wird langsam knapp. 2 kaufe ich mal, das wird langsam knapp mit der Kohle. Ein Hackpfeil kann ich mir auch noch holen. Schwere Nieten. Kann ihm alles nicht mehr leisten. Ich glaube, Schatzi und ich müssen uns bald von Dosenbohnen ernähren. Das wird, schwierig. Erklär das mal deiner Tochter, die du gerade vom Big Daddy adoptiert hast. So, ich glaube, wir wagen es einfach mal. Wo geht's da hin? Ach ja, Mensch, hier ist ja auch viel los. Nein! Die haben keine Augen. Ich vermisse meinen alten, meinen guten alten... Nein, zu die Tür. Ich vermisse meinen guten, alten... Habe ich vergessen. So, wir haben auch fast keinen Bohrertreibstoff mehr. Scheiße. Meinen guten alten Schraubenschlüssel. Ja, ja, die bösen Maschinen sind weg. Und wir machen gleich mal lieber ein Auto-Hack oder so. Das ist doch gefährlich mit der Kleinen. Die wird doch, der wird doch was, der... Ich will doch nicht, dass der was passiert. Lambs-Operation. Ich durchschaue das Gespinst. Aber Lambs Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbienen, die eine Substanz in Lambs Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Alexander sei der Fährmann. Ihre Anhänger murmeln etwas und die benutzt die Kinder für Experimente und so weiter und so fort. Ich quatsch jetzt auch nicht lange rum. Ich mache jetzt nochmal Mini-Geschütz, glaube ich. Oder ich probiere es einfach mal so. Auf gut Glück. Weil die Mini-Geschütze würde ich gerne doch mal ein bisschen sparen. Deswegen mache ich mal einen auf den hier. So, da oben kann ich ja auch mal ein. Da natürlich auch. Hier selbstredend. Benzo. So, darf ich nachher noch nicht vergessen, wieder einzusammeln. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen strategisch vorgehen. Na, das ist ja super. Da wird bestimmt jemand hingehen. So, und ansonsten noch, hier weiß ich gar nicht. Hier dürfte ja eigentlich überhaupt niemand durchkommen. Hier ist ja einfach nur ein Raum. So, probieren wir es mal einfach. Ich speichere nochmal ganz kurz ab und dann probieren wir mal ganz kurz das Adam hier rauszupumpen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, dann zeig mal, was du kannst, hm? So, ich setz sie mal runter, hoppsala.
schenk dir Boden und Bänder. Das ist lieb von dir, Schatz. Engel erinnern sich, also tun wir es auch. Eingeschlafen? Ich verhandle den Rücken raus. Weil ich es kann. Alter, wie viel kommen denn da noch? Wie viel Damage die auch machen? So, die Kleine ist fast fertig. Achtung, das bist du laut. Dämliche Maschine. So, hast du? Na, komm mal hoch. Daddy, ja. Du rettest mich immer vor den Monstern. Aber das mache ich doch gern. Glaube ich. Muss ich ja. So. Schrotflinte, na, das ist ja ein Traum hier. Also ich weiß gar nicht, wie das dann auf Dauer gehen soll. Das wird auf Dauer doch vor allen Dingen auch munitionszehrend ohne Ende. Oh, ich muss die Little Sister schon wieder zum Schlafen bringen. Okay. Dann sammle ich hier erstmal ein bisschen ein. So, lalalala. Was? Alles aus dem Wunderland. Mann. Mit einem Schlag hat er das Ding mal eben weggehauen. Diese Brutspleister sind aber auch nicht irgendwie overranked oder so. Der kam da hinten aus der Tür rausgelaufen, als wusste der sofort, wo ich bin. So, da haben wir noch eine Kamera. Die können wir eigentlich von hier aus hacken. So, haben wir das gemacht. So, ja, ich habe alternative Munition, aber die möchte ich natürlich ein bisschen aufsparen. So, ich bringe die Kleine jetzt erstmal zum Schlafen. Damit der nichts mehr passiert, dann können wir ja weiter alles erforschen. Ich höre schon wieder die nächsten Viecher. Lalalalalala. Und ich hätte gern noch, oh, $188. Naja, komm. Holen wir uns noch ein paar Verbandskästen, das kann ja nicht schaden. Und jetzt bringen wir mal die Kleine weg. So. Oh, ab in die Haie. Na gut, dann geh du mal schlafen, hm? Gucke mal. Und so, gute Nacht, einen schönen Bitch Slam. Aber gerne doch. So, jetzt aber hopp, da oben rein mit dir, ne? So, schaffst du das? Bist ja schon groß. So, das kann ich nicht mitnehmen. Geht's? Brauchst du Hilfe? Nee, schaffst du schon. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Raketensperre. Bevor sie explodieren. Nice. So, ich sollte überhaupt mal die Speere mal wieder ausprobieren. Und ich sollte übrigens auch mehr Fotos knipsen, fällt mir gerade auf. Ist blöd, dass ich das nie mache.
So, wo muss ich lang? Ich folge mal den Golden Pfeil. Die Kamera haben wir ja schon. Plom, plom, plom. So, Eve haben wir voll. Da können wir nichts mehr machen. Die Paarbindung. Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Su Chong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. So, ich frage mich gerade, Headhunter, deine kritischen Treffer bewirken größeren Schaden, das ist natürlich super. Ich weiß nur nicht, wann, wie hoch die Chance für kritische Treffer ist. Und das ist ein bisschen blöd, wenn ich die Maus bewege, dann ändert sich der Cursor, den ich hier hochscrollen lasse, immer auf die Position. Das nervt ein bisschen. Bohrerschleicher Köder wäre vielleicht mal... Erzeugt einen Köder, das müsste doch gehen, wenn ich Eve quasi... Wenn die Little Sister Eve holt, dass die erstmal den Köder angreifen. So, hier, komm, statt abfackeln. Täuschen Sie den Gegner, um ihn auf die falsche Fährte zu setzen. Und sehen Sie zu, wie er den Falschen angreift. So, das probieren wir mal aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Insektenschwarm. Dann mache ich aber nochmal ganz kurz einen Gentonika-Slot für 35. Schaden kann es ja nicht. Und da hat man noch den gefrierenden Bohrer, den wir vielleicht noch öfter benutzen werden. Ich weiß es noch nicht genau. So, friere deine Gegner ein, zerschlage sie in Stücke, ist ja ganz nett alles, aber ich weiß nicht, wie effizient das ist. Auch gerade beim Insektenschwarm, das würde ich gerne auch mal wieder machen. Für 60 und wir haben noch 60. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich würde auch gerne Telekinese 2 nehmen, gerade weil die Brutes immer irgendwas schmeißen. Da können wir das zurückschmeißen. Wenn das mehr Schaden macht, kriegen wir die vielleicht relativ schnell down. So, müssen wir mal gucken. Können wir uns bald leisten. Ich spare jetzt erstmal. Ach ja, gucke mal.